So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rain Simulator. Ja, in der letzten Folge haben wir unser erstes Pferd gekauft, die gute Alessia, die da gerade sich aufgebäumt hat oder wieder mal auf irgendein anderes Tier gestiegen ist. Ja, das ist so ihre Leidenschaft, ne, mal hier mal auf irgendwelche anderen Tiere zu steigen. Und in der heutigen Folge habe ich mir jetzt überlegt, dass wir nochmal unsere Produktion ein bisschen erweitern. Denn oft ist es ein bisschen schwierig, wenn man halt so viele Schweine hat, die munter, fröhlich weiter sich fortpflanzen, ist dann schon mit der Zeit anstrengend, beziehungsweise auch ja sehr zeitaufwendig, die ganzen Produkte zu produzieren. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich auf jeden Fall mir jetzt noch mal ein Fleischwolf kaufe und ein Fleischpressengerät Dingens. Das wird verkaufen. Das heißt, wir brauchen auch noch mal drei, nein, zwei Töpfe eigentlich nur. Ja, nur zwei Töpfe. Und natürlich dann auch noch Tische. Muss auch irgendwo alles so draufstehen. Und was ich mir auch noch überlegt habe, ist mir doch eventuell eine automatische Melkmaschine zu beschaffen, weil das doch einfach ein bisschen entspannter ist. Oh, und hier habe ich noch ein bisschen Quark liegen. So. Weil ich möchte ja nicht immer hier keine Milch mehr, keine Milch mehr, keine Milch mehr sehen. Ja, die kleinen, schnuckeligen Federtiere. Und sie sollen ja auch keine Schmerzen dabei haben. Und da bäumt sich schon wieder auf. Meine Güte, Alessia. Werden wir. Ich glaube, das war ja bei dem. Ja, ich glaube, das war ja bei dem Tierzubehörladen, wo man das kaufen konnte. Wenn nicht, ja, habe ich jetzt ein bisschen Benzin verschwendet, aber egal. Ich glaube, die Melkmaschine. Ja, die dürfte, glaube ich, auch mit dabei sein. So, komm. Und ich glaube, ich dürfte eigentlich genügend Holz haben, um mir nochmal zwei Tische bauen zu können. Ansonsten müssten wir halt dann nochmal ganz schnell Bäume fällen gehen. So. Und was ich mir auch noch überlegt habe, vielleicht die Folge, vielleicht nächste Folge oder die übernächste Folge, dass ich mir nochmal zwei Kühe kaufe. Es sollen ein paar andere Farben noch mit dazukommen. Da soll nicht immer alles braun sein, sondern na, ein bisschen weiß. Ach nee, jetzt haben wir hier diese Farbmuster. Und dann hier noch ein bisschen. Na, das ist ja alles ein bisschen abwechslungsreich ist. So, Melkmaschine, komm her. Ah, das wird teuer. 3.360 Dollar. Jetzt habe ich nur noch 10.000 Dollar. Ich hoffe, es passt jetzt auch einfach erstmal alles rein bei mir. So. Um die Melkmaschine zu benutzen, stelle eine Milchkanne unter den Hahn an der Vorderseite der Maschine. Nimm die Saugnäpfe rechts neben der Maschine und interagiere mit einer weiblichen Kuh, um sie zu befestigen. Die Maschine beginnt automatisch den Melkstoff, wenn sie fertig ist. Alles klar. Okay, Enter. Was? Hallo? Ja, ich weiß. Muss ich die ganze Zeit jetzt mit dem. Also, wenn ich Enter drücke, werde ich aus dem Spiel geworfen, beziehungsweise verändert sich dann einfach die Ansicht. Das ist jetzt ein bisschen wie doof. Ja. Aber der schöne Regen. Oh, hahaha. Naja. Vielleicht geht es ja irgendwann weg. Ansonsten müssen wir kurz damit leben. Ist ja eh fast 20 Uhr. Das heißt, da können wir schlafen gehen. Und wenn es immer noch da sein sollte, müsste ich mal kurz das Spiel unterbrechen. Das ist natürlich jetzt dezent ungünstig. Ach, verdammt, ich hätte das ja alles verkaufen können. Naja, egal. So. Das heißt, ich müsste aber auch. Oh, da warte, wir müssen uns mal hier hinstellen.
Aber dass ich nicht eher dran gedacht habe, ist auch schon ein bisschen wieder traurig. So. Du bist auch noch Fleischwolf. Ach ja, das war die Wurstspritze, das war der Fleischwolf. Das habe ich vorhin vertauscht. So. Ah, das ist jetzt ein bisschen anstrengend, nur mit so einem, ja, zwei Drittel Bildschirm. Also bin ich gerade vorbeigerannt? Nee, hä? Doch, hier muss ich. So. So. Ich stelle mal den Spasten jetzt hier hin. Vielleicht hier hin. So, was war das? Milchkanne. So. Kuh. Komm mal her. Ach so, ich muss die rechts neben der Maschine nehmen. Was sind denn hier bitte schon die Saugnäpfe? Ach da! Ah! Okay. Ist ein bisschen schief, aber egal. So, Gummi. Ja. Ja. Komm her. So, wer hat noch nicht? Da sehe ich doch jemanden. Der hat noch nicht. Komm her. Ich weiß, du willst es doch auch. So. Ute. Deine Güte. Also die 15 Schwangerschaften, die kann man dir jetzt schon ein bisschen ansehen, ne? So, hineinlegen. So. Jetzt gehen wir noch mal ganz entspannt schlafen. Habe ich auch zugemacht. Ja, Alicia, du kriegst dann irgendwann mal deinen Ausritt wieder mal. Ich hoffe es einfach, dass sich das damit erledigt hat mit der Melkmaschine. Wenn nicht, dann ja, dann müsste ich nochmal hier mein Spiel beenden. So, schlafen gehen. Ach so, gut, nein, das funktioniert nicht. Alles klar, gut, dann nochmal Enter. Auch nicht. Das ist cool, so macht das Spiel doch Spaß. Dann machen wir es einfach mal Hauptmenü. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Und ohne Mac-Maschinen-Hinweis. Textabschnitt. So, okay. Gehen wir nochmal hier raus. So, und ich habe gerade gesehen, da hat gestern Abend noch jemand geworfen. Und da ich jetzt langsam zu viele Schweine habe, muss ich mir mal kurz denjenigen rausziehen. So, bist du jetzt wieder schwanger? Ich hoffe, du bist nicht schon wieder schwanger. So, komm mal her. Ah, ich müsste auch mal wieder ausmisten. Hier, eins, weil ich habe so viele Schweine. Ja, komm mal bitte her, du kannst dich doch durchsetzen. Dann schieb die einfach die kleinen Dinger mal beiseite. Dann hat sich die Sache auch erledigt. So langsam unterwegs, oder? Was machst denn du? Komm hier raus. Schnell, schnell, bevor noch einer auf die dumme Ideen kommt. Naja. Und um die Rinde müsste ich mich auch noch mal kümmern. Weil an sich brauche ich ihn nicht. Ja, tut mir leid. Aber. Oh, ich hoffe, ich komme jetzt hier durch. Ich hoffe es.
Okay, nehmen wir mal kurz den Weg hier. Ah, da liegen noch Holzplanken. So, dann machen wir mal hier zu. Bam, bam. So, komm mal her, Schätzelein. Es tut mir leid, dann. Oh, das wird so weit weg. Wo bist denn du? Ja, ich hab dich jetzt. Jetzt habe ich dich. Okay, alles klar. So, dann würde ich einfach mal sagen, das hier weg. Kann ich eigentlich jetzt den Tisch nehmen? Natürlich kann ich den Tisch nicht nehmen. So würde ich es einmal hier. Oder machen wir das mal so. Was ist das für ein Geräusch? Hat gerade jemand hier irgendwelche Geräusche gemacht? Irgendwelche schmatzenden Geräusche? Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich bin ja eigentlich alleine hier. So, 9. Dass ich die Tische nicht umstellen kann. Ich bin so eine starke Frau. Ich kann doch hier mal die paar Tische hier anheben und dann mal woanders hinstellen. So. Okay. So. Euch tue das mal hier rein zum Verkaufen dann, weil euch brauche ich ja jetzt leider nicht mehr. Ja, gehst du bitte mal rein? Dankeschön. So. Den Topf. Ja, hier hin. Dann hier hin. So, jetzt habe ich noch ein bisschen Schweinefleisch. Das ist die Frage, habe ich jetzt. Ja, ich habe noch genügend. Die Frage ist, was kann ich denn hier hinbauen? Weil ich habe mir überlegt, vielleicht doch ein zweites Gebäude hier hinzuknallen. Weil ich mir doch schon mal gerne noch ein anderes Haus angucken möchte. Und könnte das ja eigentlich hier hinpacken. Und könnte dann ein Carport zwischen den beiden Häusern. Bitte mal aufheben. Danke. Bauen. Weil dann habe ich hier auch weniger Laufweg, wenn ich dann Quark bzw. Käse herstellen möchte. Oh nein. Ah, oh, verdammt, so. Naja, da guckt ihr doof. Ist schon wieder schwanger. So. Das dauert jetzt mal wieder einen kleinen Augenblick, wenn wir da durch sind. Ja, gucke, Alessia, die hat einfach, ich glaube, die, also entweder ist es ein Hengst oder sie hat irgendwelche anderen Probleme, von denen ich bisher noch nichts weiß, warum sie es immer macht. Ob sie nicht ausgelastet ist, ob sie einmal komplett durch die Wildnis geritten werden möchte. Aber es macht mir langsam schon ein paar Sorgen, ne? Dass sie sich so verhält. Die kann ja nicht die ganzen anderen Tiere hier tyrannisieren, indem sie dauernd hier auf sie drauf steigt. Das kann nur der Udo und die ganzen anderen Menschen, Schweine. So. Ah, hat schon wieder mal jemand geworfen. Das muss dann gleich mal wieder hier in Augenschein nehmen. So. Da
war denn da? Ne, okay, ich dachte, da wären auch noch Holzplanken gewesen, aber da habe ich mich getäuscht. So. Da fehlen noch 8. Ich habe ja immer noch was. Ach so. Na gut. Wow. Wie viel? 4. So. Ich habe ja eigentlich auch noch einen neuen Rinderbullen. Den braucht ihr dann auch keiner mehr. Das ist schon gemein. Ja, ich. Leute. Ja, nee, Alessia, du bleibst jetzt mal hier ruhig so. Dich nehme ich jetzt einfach mal mit. Komm mal her. So. Komm, komm. Nicht so langsam oder. Warte mal, wie sieht es bei dir aus? Bist du schwanger? Du bist immer noch schwanger. Okay. So, wir müssten jetzt mal hier da durch. Und jetzt. Meine Güte, was macht denn ihr? Komm. Ich habe das Tor dezent bescheiden platziert. Komm. Oh, es ist der. Nein, vergesst es. Nein. Ute. So, komm jetzt hierher. Los. Jetzt ganz schnell. Schnell. Oh, was machen die denn? Halt ihn alle komplett doof. Es geht doch mal hier aus dem Weg. Ja, so, bitte hier durch. Ja, nur er her. Ute, meine Güte. Reißt euch mal alle zusammen. So, kommst du jetzt hier durch mit? Nein, natürlich nicht. Jetzt. Nein. Komm, durch, komm. Nein, die kleinen Ferkel, ich glaub's. Och, ja, weißt du was, jetzt ist es mir egal. Komm, raus mit dir, schnell. Jetzt, nein. Oh. Ist das jetzt euer Ernst? Kommst du jetzt hierher? Ich sag's euch, das macht mich hier gerade alles ein bisschen fertig. So, jetzt hier rein mit dir. Du sollst hier rein. Ja, nee. Ja, jetzt willst du hier rein. Ach, wisst ihr was? Komm, du kommst jetzt hierher. Jetzt machen wir hier keine Faxen mehr und jetzt zwing dich hier rein, sonst knallt's an allen Enden hier. Meine Güte. So, bumm. Der Rest ist mir jetzt ein bisschen wie Wurscht. Rammelt wohin ihr auch immer wollt. Du kommst jetzt hier mit. Also, das fand ich jetzt echt nicht in Ordnung von dir. Ja, jetzt renn um dein Leben. Komm. So. Komm jetzt hier mit rein. Los. Jetzt kommt doch mal hier rein. Meine Güte, es tut euch doch mal alle nicht so schwer hier. So. Also eigentlich könnt ihr mich auch einfach mit den Hörnern jetzt hier mal. Jetzt ist das schon wieder weg. Ach, die wissen schon, wie die es machen. Ja, komm hierher. Komm hierher. Ich möchte doch bloß dein Fleisch haben. Das kann doch jetzt nicht so schwer sein. Meine Güte. Halt. Weißt du was? Machen es einfach auf diese Art und Weise. Jetzt komm doch mal hierher. Da renne ich weg. Jetzt sag. Hallo. Kann ich nicht mehr irgendwo anbinden. Das ist mir gerade. Jetzt komm doch mal hierher. So. Ja, nein. Gib mir doch mal dein Köpfchen her. Ja, sag mal, bin ich komplett bescheuert? Ich habe doch 50 Mal seinen Kopf jetzt schon berührt. Das muss doch jetzt langsam mal hier irgendwie. Hallo. Die ganzen Töpfe. Ja, hallo. Also, wie weit sollten das jetzt hier noch gehen? Jetzt. Oh mein Gott. So.
Komm mit. Sind deine anderen Freunde jetzt hier auch da? Naja, wenn die merken, die kriegen hier niemanden mehr, ne? Den hier Essen gibt, ja, dann wollen sie wieder auf einmal alle rein, ne? Netter Lümmel sind nämlich jetzt hier draußen rum, ne? Hauptsache erstmal raus wollen. So, komm, ab mit dir. Nein, du kommst jetzt hier nicht raus. Ich sag's dir. So, boom, komm her, du kleines Ding. So, und dann waren ja, glaube ich, nur ein paar, ne? Also drei insgesamt. Los, rein mit dir, du bist noch schnell. So, und jetzt geht zu deiner Mutter, wenn die noch lebt. So, wo haben wir denn hier noch irgendjemanden? Du, komm. Ach nee, du bist schwanger. Okay, dich können wir nicht mitnehmen. Sieht's bei dir aus, du bist schwanger, alles klar. Das geht auch nicht hier. Du, komm. Komm, raus, raus, raus. Jetzt schnell Tür zu. Ist mir egal, ich habe das Schwein jetzt nicht gesehen. Also dein anderer Freund war ein bisschen schneller unterwegs, ne? Ja, verabschiede dich nochmal von der Ute. Ach, da ist noch ein zweites Schwein. Ah, die kommen schon zurück. Wenn sie Hunger haben, kommen sie schon zurück. Na, wer nicht hören will, der muss fühlen. So, bumm. So, komm mal her. Ich hoffe, es geht bei dir jetzt ein bisschen einfacher. Okay. So. Dann machen wir mal hier den Fleischwolf. So. Fleischwolf. So. Topf. Komm her. So, dich brauche ich nicht mehr, weil ja, du nicht elektrisch bist. So, das Problem ist nur, ich muss halt jetzt noch mal ein bisschen Holz fällen. Oh, nehmen wir gleich mal das. So. Ich brauche ja noch übelst viel. Ach, ich brauche ja nicht mehr so viele Bäume. Ich brauche vielleicht noch 14. Ja, 14 nicht unbedingt. Also 14 Stämme, aber so die 15 ungefähr. Hallo? So. Müssen wir mal gucken, wo mein anderes Auto ist. Ich weiß gar nicht, wo ich das abgeparkt habe. Um ehrlich zu sein. Das kann ja aber nicht so weit weg sein. Kann ich eigentlich hier Holzplanken verkaufen? Von meinem Tierzubehörladen? Oder geht das nicht? Achtung, Schwein! So, bei meinen Hühnern muss ich da auch noch mal gucken, dass ich halt dieses wundervolle, diese Windmühle noch in Gang bringe, weil dann haben wir ein paar Sorgen weniger. So. Ah, da kommt es doch langsam da angelatscht. So. Und hier war da auch noch irgendwo ein kleines Ferkel, dachte ich, ne? Dort irgendwo. Naja, du hast noch weiten Weg vor dir, ne? Ich hole dich erst ab, wenn du da direkt beim Tor stehst, ne? Okay, du gehst in die andere Richtung. Das ist eine erzieherische Maßnahme, ne? Das ist jetzt gerade
pädagogisch wertvoll, was ich hier mache. Hoffentlich. Sieht es denn bei dir aus? Lebst du noch lange oder sieht es ein bisschen kritisch aus? Ja, das geht noch. Das geht noch. Na komm. Achso. Es ist leer. Nein. So. Und was ich mich mal frage, was ich vielleicht dann auch mal kaufen werde, wenn ich das nächste Mal bei meinem Tierladen bin und ich mich natürlich noch daran erinnere, ob ich mit dem Campingkocher Quark kochen kann. Das würde auch einige Sachen dann erleichtern. Ach, die haben gerade Liebe gemacht. Oh, ich hatte gerade schon gerade. Ach, oh, du kannst dich wohl nicht beherrschen. Meine Güte, gib doch den Ladies mal ein bisschen hier Ruhe. Die können nicht immer gebären, zack, um der drauf. So, mein kleines Mäuslein, geh mal hier rein. So, bist wieder bei deinen Brüdern und Schwestern. So, ist hier das andere kleine. Komm mal her. Na komm. Komm. Put, 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 put. So, habe ich wieder meine ganzen Schweinchen beisammen. Oh, wir hatten hier Ute, du bist immer noch schwanger. Wer hat denn jetzt hier geworfen? Schon wieder schwanger, meine Güte. So. Wie sieht's bei dir? Du bist auch schwanger. Hä? Och, Udo, Mensch. Was soll denn das? Oh, nee. So, wie sieht es denn überhaupt jetzt hier aus beim Futter? Ja, brauchst dich gar nicht so zu beschweren. So. Hallo, Alessia. So. Zack. Und dann so. So, jetzt müssen wir halt nochmal gucken. Hä? Ich brauche ja halt Platz, ne? Für meinen Tisch. Na gut, machen wir es immer so. Das war halt wenigstens ein Holztisch da haben. Ja. Lass fallen, verschreck, kein Problem. Das kennen wir alle. Diesen kleinen Schwächeanfall. Das ist nichts Schlimmes. Das ist komplett menschlich. So. Zack. So. Das heißt, jetzt hier haben wir ja 12 von 12. Hier haben wir. Oh, ich habe noch so viel, was ich verkaufen kann. Oh, ist das ein Graus. So, wie sieht es bei euch aus? Ja, fleißige Eierleger. Sehr schön. Okay, alles klar. Ah, das ist auch voll. Oh nee. Wir müssen hier alles voll. Schweinefleisch 8, okay. Ich weiß es gar nicht, machen wir es einfach mal so hier. Da kommen 12 Schweinefleisch. Gehen wir das mal ganz schnell verkaufen. Ich brauche ja dann hier ein bisschen wie Platz, ne? So, mal gucken, wie viel Geld wir jetzt da reinkriegen. Da ist mein Auto. Ach ja, stimmt. Wir hatten es ja mitgenommen, weil wir nicht wussten, wie das mit dem Pferdeverkauf dann mit dem Pferdekauf vonstatten geht. Aber dass wir natürlich gleich hier so voll gesattelt hingestellt kriegen, ne? Das Auto kriegt man nur halb voll getankt, ne? Und so ein Pferd kriegt man schon voll
voll ausgestattet hinterhergeworfen. So. Rinderwurst, Hähnchenfleisch, Käse, Blauschimmel. Okay. 1780, ja, gut, könnte schon ein bisschen mehr sein, aber wir wollen uns ja nicht beschweren. So, jetzt fahren wir nochmal nach hier hoch. Nach hier hoch, das ist auch ein sehr gutes Deutsch. Jetzt fahren wir nochmal da hoch. Du hast auf, ich jetzt nicht den Campingkocher vergessen. Und jetzt fahren wir nämlich zweimal dorthin. So, nee, nicht so weit, bitte. So, das möchte ich gerne verkaufen. Das brauche ich nämlich nicht mehr. Ne? Verkaufen, das sind dann ja 80 Dollar. Das ist ja schön. So, wo haben wir denn jetzt hier den Campingkocher? Ja, wo ist denn der Campingkocher? Sag mir nicht, der Campingkocher ist jetzt dort unten bei der Bau, bei dem Baumarkt. Ja, anscheinend schon. Okay, machen wir es beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ne? Obwohl, ich könnte noch mal eine Kühlbox kaufen. Moment, ich komme wieder. Ich habe das vergessen. Ja, wenn wir dann wieder mal Metall kaufen sollten, dann werde ich auf jeden Fall den Campingkocher kaufen, um zu gucken, ob ich damit Quark herstellen kann. Aber ich denke mal, in der nächsten, übernächsten Folge wird das auf jeden Fall der Fall sein, dass wir uns noch mal darunter begeben. So. Und was ich mir auch überlegt habe, ich brauche halt auch nochmal eine Vorratskammer, ne? Und vielleicht nochmal zwei Milch oder drei Milchkannen. Also ich insgesamt drei Milchkannen habe. Also müssen wir kurz gucken. Achtung! Nein! Und wenn ich dann irgendwann genügend Hühner habe in meiner ganzen Hühnerpopulationsfarm, dann werde ich auf jeden Fall auch nochmal dann die Hühner mit für die Fleischproduktion anwenden. Ne? Die dürfen wir ja auch jetzt nicht vernachlässigen. Ja, das macht ihr schön, das macht ihr fein. Ja, Udo! Ich weiß, ne, es sind jetzt bei alle drei oder vier Damen, die du hast, schwanger, ne? Da gibt es schon ein bisschen Druck hier, ne? Ja. Gut, hätte man das jetzt auch geklärt, dann würde ich das einfach mal sagen. Ich beende an dieser Stelle die heutige Folge. In der nächsten Folge werde ich auf jeden Fall mal die Produktion hier ein bisschen ranschmeißen. Und dann, ja, müsste ich nochmal Holz... Ja, alles, ja, steck einfach drüber. Würde ich nochmal ein paar Bäume fällen und dann würde ich vielleicht sagen... Was machen wir als nächstes dann? Ich würde ja mit dem Haus anfangen oder halt mit der Hühnerfarm, beziehungsweise brauche ich die Metallplatten noch und halt den Spaß hier mit den Pferden. Aber solange Alessia jetzt das einzige Pferd ist, würde ich da jetzt noch nicht so viel Wert drauf legen. Ich meine, hier hat die noch andere Tiere, mit denen kannst du zwar jetzt nicht so richtig kommunizieren, ne, als mit dem zweiten Pferd, aber das werden wir alles schon hinkriegen. Und ich hoffe, dass ihr in der nächsten Folge mit dabei sein werdet und dass die heutige Folge euch gefallen hat.